Hallo liebe Gamer-Freunde und willkommen zurück zu Genshin Impact und zu einem neuen Video. Und zwar zum ersten von drei Videos, nämlich weil es gibt ja wieder so schöne liebe Seiten zu sammeln. Und zwar ganze 30 Stück. 30 Stück mit Band 4, 5 und 6. Ich fange in diesem Video an mit Band 4. Dann kommen nämlich Band 5 und Band 6. Und ich habe das nämlich jetzt so markiert, wie man das nämlich auch von dem Zeichenauswahl benutzen kann. Also Band 4 fängt links an, natürlich dann kommen 5 und 6. Und das Ganze startet nämlich jetzt hier im Arundorf. Und das ist nämlich dieses Band. Also dieses Zeichen hat das Band gekriegt bei mir. Also wie gesagt, das ist das erste. So, und dann fangen wir das Ganze nämlich mit hier oben an. Und dann zeige ich euch mal, wie ihr da hinkommt. Und ich werde nämlich auch einen Screenshot nämlich einblenden, wo das nämlich gelegen hat. Ich zeige euch den Weg dahin, wie gesagt. Und ungefähr sage ich auch, wo das liegt. Aber der Screenshot wird dann eingefügt und dann könnt ihr mich sehen. So, und dann starten wir das Ganze. Und zwar teleportieren wir uns hier hin. So, und dann laufen wir von da aus nämlich rüber. So, aber da es immer schön wieder Fußmarsch gibt, würde ich jetzt mal kurz meine Charaktere tauschen. Wollen nämlich, weil es wird noch so lange dauern. Nee. Wo ist mein Team schon wieder abgeblieben? Ah, ich nehme das hier. So, nimm dann mal Helan. Und damit geht es nämlich ein bisschen schneller. Kann ich erst ein bisschen Ausdauer verbrauchen. Ein bisschen Nase juckt. So, und dann gehen wir jetzt mal lang. Zack. Und dann kommen wir auch gleich schon zur ersten Seite. Die befindet sich nämlich in dem Lager da. So, und dann braucht ihr einfach nur hingehen, aufsammeln oder ihr könnt die Gegner besiegen. Ist euch überlassen. Und dann liegt sie auf einer Kiste. Ich denke mal, es war hier. Aber wie gesagt, der Screenshot wird eingeblendet. So, und dann geht es jetzt zur zweiten. Aua, hat weh getan. Das wäre hier. Aber da laufen wir jetzt hin. Von dem Punkt aus, wo wir jetzt sind. So, das heißt, dann laufen wir nämlich jetzt hier lang. Einmal hier schön hochlaufen. Nicht hinbleiben. Laufen, 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 laufen. Weiter, 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 weiter. Oh, hier, dann nach rechts. Rechts, rechts, rechts. Und dann kommt gleich auch schon so ein kleines Lagerchen. Und zwar hier. Die befindet sich nämlich dann hier oben dann auf der rechten Seite. Hier. Nee, Quatsch, die kann man kaputt machen. Der müsste unten sein. Das müsste, glaube ich, bei. Aua, 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 aua. Ich glaube, hier war das, glaube ich. Aber ja, wie gesagt, der Screenshot kommt mit dazu. Also, keine Sorge oder keine Angst. So, und dann geht es weiter zur dritten Seite, also die. Und dann hier runter zur vierten. Und dafür porten wir uns hier hin. So, und dann brauchen wir hier nur geradeaus laufen. Und dann geht es auch hier gleich runter. Und da unten ist auch schon das Lager, wo die Seite 3 sich befindet. Einmal Hallo sagen. Guten Tag. Wart euch dann hier oben in der Ecke. So, und jetzt geht es gleich zur vierten Seite rüber. Und könnt ihr gleich hier einfach langlaufen. Dann hier schön zum Wind hin. Und dann geht es einfach hier runter. Und da unten ist ein ganz kleines Lager. Ziemlich klein. Und da befindet sich nämlich dann die Seite 4. Dann, wupp. Und die war dann hier. Hier müsste sie gewesen sein. So, dann gehen wir jetzt zur 5. Und die fünfte Seite ist ziemlich am Anfang. Nämlich hier. So, und da geht man jetzt, portet man sich hier wieder hin. Und läuft dann entsprechend den Weg, wo man ganz am Anfang gelaufen ist, nämlich wieder lang. Und für alle die, wo das Lager besucht haben, haben die Seite schon. Ansonsten, für die, wo es nicht besucht haben, das Lager ist nämlich gleich hier vorne. Und da kann man schön stumm vorbeilaufen, so wie ich das gemacht habe. Hier oben nämlich. Und jetzt ist die Seite nämlich hier bei den Kisten. So, dann gehen wir jetzt zur sechsten. Und zwar ist das nämlich die hier. Hier gehen wir jetzt hin zur sechsten Seite. Dann nehmen wir diesen schönen Teleporter. Ich hoffe mal, das ist der richtige, nicht schon wieder unten. Ja, ist der richtige. So, weil manche sind nämlich oben, manche sind unten. So, und hier einfach hier zu diesem, ja,
Ruinen teilen, nehme ich mal, kann sage ich jetzt einfach mal. Und dann müsste die Seite nämlich hier bei den beiden Kisten gewesen sein. So, von hier aus teleportieren wir uns dann zu diesem hin und gehen jetzt nämlich zur siebten Seite. So, dann einmal hier umdrehen und hier ins Lager. Und dann war die Seite entweder hier bei den drei Kisten oder bei diesen beiden Kisten. So, dann gehen wir jetzt nämlich zur schönen achten. So, und da könnt ihr euch entscheiden, nehmt entweder diesen Teleporter könnt ihr nehmen oder den. Ich würde euch den empfehlen, der ist ein Tickchen näher. Und dann braucht ihr euch einfach nur umdrehen und dann einfach hier oben lang laufen. Kurz mal hängen bleiben. Und einfach stumpf hier geradeaus und in dem Lager ist dann auch schon die Seite. Und auch bei den Kisten, einer von den Kisten ist es ja, oder liegt sie rum. Einfach einsammeln und weggehen oder, wie schon erwähnt, besiegen und dann einsammeln. Das soll ich euch überlassen. Und von hier aus geht es dann nämlich zu diesem Teleporter. Den hier. So, weil ihr könnt jetzt entweder die Statue der 7 benutzen. Ihr müsst natürlich dann hier entsprechend hochlaufen, hier lang und dann hier hin, weil wir gehen nämlich jetzt zu dieser Seite. Der Teleporter ist unten, deswegen lohnt es sich nicht hier hin zu teleportieren. Also nehmen wir jetzt mal kurz den hier und laufen von hier aus dann dahin. Dann könnt ihr einfach hier rechts lang laufen, könnt auch links lang und auch schon die letzte Seite sozusagen schon mitnehmen. Aber da kommen wir gleich zur letzten Seite. Gehen wir erstmal zur vorletzten. Dann einfach hier lang, 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 lang. Weiter, 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 schön weiter laufen. Einfach alles ignorieren, was an Gegnern da ist. Und dann hier zu dem Lager und halt zu den Kisten, da zu den drei gestapelten hinlaufen und einsammeln. So, jetzt kommen wir nämlich, wie schon erwähnt, zur letzten Seite. Da nimmt er einfach diesen Teleporter hier wieder und dann geht es auch schon weiter. Einfach hier geradeaus laufen. Und dann seid ihr hier auch schon beim Lager. Und dann hier einfach einsammeln. Entweder bei den Dreierkisten da oder halt bei, aber bei der Kiste, aber da er nicht, weil da ist er schon was Leuchtendes, also bei den Dreierkisten müsste sie gewesen sein. So, das porte mich mal schnell hier weg, sonst gibt es zu viel Aber. Wieder zurück zum Dorf. So. Ja, und das war jetzt auch das, oder das waren die 10 Plätze, wo denn die 10 Seiten für Band 4 zu finden sind. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ja, könnt ihr den Daumen nach oben da lassen. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Bis dahin sage ich euer Ständer Ciao. Und man sieht sich mal, also hört sich ja das nächste Mal bei den nächsten 2 Videos zum Band 5 und 6.